Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzwerg für euch mit einem ganz, ganz kurzen, schnellen Video. Es ist ein neuer Kingdom Hearts 3 Trailer draußen. Ein neuer, komplett neuer Kingdom Hearts 3 Trailer. Letzten Monat auf der E3 2017 haben wir einen neuen Trailer bekommen. Aber ich war schon so ein bisschen stinkig über diesen Trailer, denn der hat uns nicht wirklich was Neues gezeigt. Und uns wurde aber im Vorfeld versprochen, dass jetzt am heutigen Datum ein neuer Kingdom Hearts 3 Trailer rauskommt mit einer neuen Welt, mit wirklich neuen Inhalten, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Und ich bin super gespannt. Und ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass er jetzt in der Nacht von gestern auf heute halt im Internet gelandet ist. Und ja, das Schlüsselschwert ist bei uns, wie ihr im Hintergrund seht. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal gemeinsam diesen Trailer an. Und ich bin halt mega gespannt, was mich da jetzt erwartet. Ich hoffe auf eine coole neue Welt. Okay, Destati, immer ein geiler Song. Oh, okay, sehr viel Attraction Flow auf jeden Fall. Ah, Trailer Town mit niemandem wieder. Die haben wir bisher noch nicht so gesehen, glaube ich, im Trailer jetzt zu 3 wirklich. Wir haben immer nur Herzlose gesehen. Jetzt auch deine Klamotten geändert? Weil ich dachte, das war nur physische Verwandlung. Oder ist das jetzt auch wirklich wieder eine Drive-Form? Weil es sah aus, als hätte er blaue Klamotten. Das könnte diese Wisdom-Form sein, eigentlich. Die es auch hier mal 2 gab. Oh, riesig großer neuer Herzloser bei Herkules. Das ist ein großes Ding. Klar, bessere Hardware, größere Gegner. Herkules ist, glaube ich, mit. Herkules war gerade mit in der Gruppe. Mit Donald und Goofy, glaube ich. Nein! Toy Story! Oh mein Gott! Ich wünsche mir diese Welt seit Kingdom Hearts 1! Das ist Andys. Das ist Annies Kinderzimmer! Wie geil! Und sie sind Actionfiguren. Oh, die Bass! Oh mein Gott, und die Grafik ist so gut, sie sehen eigentlich fast genauso aus, als wären es wirklich die Figuren aus dem Pixar-Film selbst. Man sieht gar nicht so wirklich, dass das ein Spiel ist. Die sehen echt aus wie im Film. Oh, die Boss. Rex. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt alle drei Actionfiguren sind, so halb Lego-Figuren. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man da so ähnlich wie bei Halloween Town den andere Sachen. Also Sora als Actionfigur okay, aber Donald hätte doch ein Quietsche-Entchen gut gepasst und Goofy vielleicht eine Stoffpuppe oder so. Aber ich will mich jetzt auch nicht zu sehr beschweren. Es ist Toy Story, Alter. Es sieht mega aus. Die Spielzeugsoldaten. Warum Galaxy Toys? Warum nicht Earls Toybahn? Oh, du hast Woody und Buzz in der Gruppe! Ich muss nicht wählen! Was ist das für ein riesiger Hammer, den er jetzt hat? Hyperhammer. Sieht ein bisschen aus, als wäre das inspiriert von Buzz Lightyear. Und seine Klamotten haben sich schon wieder geändert. Das ist jetzt also anscheinend die Wailer-Form. Also da, wo man in Kingdom Hearts 2 als zwei Schlüsselschwerter hatte, glaube ich. Also scheint diese Schlüsselschwert-Transformation doch irgendwie die Drive-Form zu sein. Das sieht super aus, ey. Die Umgebung und alles.
Es sieht halt wirklich aus wie der Pixar-Film. Und nicht wie ein Videospiel. Krass, Alter. Okay, jetzt sind sie in einem Spielzeugladen. Ha, okay. Ja, so ein bisschen hier Gundam Titanfall, Kingdom Hearts. Ja, ich hoffe, man kommt zum Pizzaplaneten, Alter. Das wäre noch cooler, Mann. Weil das ist jetzt irgendwie ein Spielzeugladen, den man so nicht kennt. Zumindest kenne ich ihn nicht. Ich glaube, ich kenne die Toy Story Filme auswendig. Also Toy Story ist mit Abstand, das sind meine liebsten Disney-Animationsfilme. Ich liebe Toy Story so unglaublich. Ich war tatsächlich, als ich klein war, genauso ein Kind wie Andy. Oh, Xehanort als Junger. Also der junge Xehanort. Okay. Release Date vielleicht? Ah! 2018. Ja, okay. Also früher habe ich mit dem Spiel sowieso nicht gerechnet. Okay, 2018. Wahrscheinlich Winter. Sagen sie jetzt zumindest. Mal sehen, ob sich die Sache auch dann nicht vielleicht noch länger hinzieht. Wir kennen das ja von Square Enix. Sie gerne mal Sachen ankündigen, die dann verschoben werden und dann irgendwann 30 Jahre später ankommen. Und das ist, glaube ich, jetzt auch das erste Mal, dass sie überhaupt gesagt haben, dass das Spiel zu einem bestimmten Zeitpunkt rauskommen wird. Also Winter 2018. Wenn da 2018 nur 2018 steht, müsst ihr jetzt nicht glauben, dass es heißt Februar oder Januar oder Sommer. Nee, das wird wahrscheinlich Herbst oder Winter sein. Früher kommt das nicht raus. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, mega. Ey, Kingdom Hearts. Mit Toy Story. Wie geil ist das? Es ist wirklich, es ist bei meinen Top 3 gewünschten Welten, ist es quasi auf Platz 2 oder 3. Ich würde mir jetzt noch unbedingt wünschen wirklich, dass sie eine, aber ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, eine Marvel-Welt machen, weil Marvel ja jetzt zu Disney gehört. Das wäre krass, das wäre hammermäßig, wenn du einfach in New York ankommst zu dem Zeitpunkt, wo Loki den Angriff startet und du musst mit den Avengers zusammen gegen die Herzlosen von Loki kämpfen quasi. Das wäre mega. Meine absolute Lieblingswelt, was ich mir wünschen würde, wäre halt Star Wars, gehört jetzt auch zu Disney. Könnte aber alleine schon deswegen schwierig werden, weil EA im Moment die alleinigen Rechte an Star Wars Spielen hat, an Star Wars Produkten. Die sind die einzigen, die gerade eigentlich Spiele produzieren dürfen. Ich weiß nicht, ob das jetzt damit reinzählt, weil eigentlich ist es ja de facto kein Star Wars Spiel, es ist ja Kingdom Hearts, nur es sind halt Star Wars Inhalte mit drin. Ich weiß nicht, aber das wäre halt mega. Ich meine, Star Wars ist prädestiniert dafür, in Kingdom Hearts benutzt zu werden. Du hast die helle und die dunkle Seite gemacht, die helle und die dunkle Seite der Macht. Man hat halt Licht und Dunkelheit von Kingdom Hearts. Man könnte einfach auf dem Todesstern landen mit dem Gummischiff und sagen, hey krass, was ist hier los? Da sind Sturmtruppler, Herzlosen und da ist Luke. Und Luke sagt, wir müssen seinen Meister Obi-Wan finden. Und dann kommt Darth Vader und der benutzt halt die Herzlosen, um uns anzugreifen und so weiter. Und das wäre mega krass einfach. Also, es schreibt sich quasi von alleine. Und auf jeden Fall haben wir jetzt die Bestätigung, dass Pixar-Welten in Kingdom Hearts 3 drin sind. Wir hatten ja schon Baymax, das angekündigt wurde als Welt. Ich vermute mal ganz stark, Frozen werden wir früher oder später auch noch sehen, weil das ist der erfolgreichste Animationsfilm, den es bisher gab. Wäre halt dumm, wenn sie nicht Frozen umsetzen würden. Und ich würde mir aber trotzdem wünschen, ein, zwei ganz klassische alte Disney-Welten noch. Nicht, dass es nur Pixar ist. Zum Beispiel Pocahontas hatten wir bisher noch nicht. Das wäre auch noch eine coole Welt. Aber ja, ich bin jetzt erstmal mit diesem Trailer megamäßig zufrieden. Ich freue mich. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder anderthalb Jahre auf den nächsten Trailer warten müssen. Geht ja eigentlich auch gar nicht, weil dann wäre das Spiel auch draußen in anderthalb Jahren. Ist okay, in anderthalb Jahren müsste das Spiel eigentlich rauskommen, wenn sie es nicht wieder verschieben. Der nächste Termin, wo wir was Neues von Kingdom Hearts 3 sehen könnten, wäre die Jump Festa. Die ist, wobei, Gamescom natürlich. Hey, ja klar, Gamescom ist in einem Monat. Ich glaube aber nicht, dass Square Enix da jetzt wirklich einen neuen Content zu Kingdom Hearts 3 zeigt. Wenn ja, wäre natürlich mega, ne? Aber
Ich vermute mal nicht. Also Gamescom kommt nächsten Monat und dann ist die Jump Festa in Japan. Ich glaube, die ist immer November, Dezember rum, ne? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber Ende des Jahres auf jeden Fall. Oh, und ansonsten schauen wir mal. Schreibt mir doch unten in die Kommentare, wie ihr den Trailer fandet. Seid ihr froh darüber, dass Kingdom Hearts 3 jetzt Toy Story als eine Welt hat oder nicht? Hättet ihr euch lieber eine andere Welt gewünscht? Schreibt es mir unten in die Kommentare und ich werde alles wieder lesen und versuche noch alles zu antworten. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö und hauen Sie bauen Sie.